Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team mit meiner Wenigkeit Paxis. Und wir werden heute, ich glaube, wir spielen Bundesliga, oder? Wir brauchen noch... Ach nee, wir brauchen gar keine Punkte mehr für den Klassenhalt, stimmt. Aber wir bräuchten 6 Punkte, also 2 Siege aus den letzten 4 Spielen, um aufzusteigen in Liga 2. Das wäre da schon mal ziemlich cool. Und... Da fällt mir gerade ein, auch wenn wir heute nicht mit der Serie A spielen, ich habe mir auf jeden Fall noch ein paar Chemistry Styles gekauft. Und nein, natürlich nicht Catalyst, das macht gar keinen Sinn für ihn. Wir geben ihm Tripling, nee, Schuss und Physics. Was wollte ich ihm denn geben? Genau, Deadeye, Schuss soll verbessert werden, weil der ist bei ihm nicht so geil. Das sieht man hier auch auf der Karte, nur 71. Und Pass ist zwar okay, aber gerade bei einem ZOM, finde ich, ist halt der Schuss und der Pass das Wichtigste. Deswegen möchte ich eigentlich schon die beiden Sachen verbessert sehen. Deswegen gebe ich ihm Deadeye. Ich glaube, das ist rein vom Name her mein persönlicher Lieblings-Chemistry-Style. Deadeye. Richtig nice. So. Der Perotti bekommt natürlich einen Catalyst, das haben wir ja schon gesagt gehabt, dass da einfach das Tempo noch ein bisschen angehoben wird. Er hat zwar 82 Tempo, aber ich habe einfach gemerkt, meine LMs und RMs, die brauchen vor allem Geschwindigkeit und sein Passwert auf der Karte 77 ist auch nicht zu überragen, von daher passt das direkt, Tempo und Pass. Und bei Ansaldi, da habe ich echt sehr lange überlegt, was ich dem geben werde. Weil eigentlich gibt's bei dem viele Baustellen. Der Schuss ist miserabel, den müsste man eigentlich verbessern. Dribbling ist für einen Außenmittelfeldspieler nicht wirklich gut. Könnte man verbessern. Der Pass, auch mit 80 auf der Karte steht, ist nicht so, wie ich ihn erwarte bei einem Spieler auf seiner Position. Den könnte man verbessern. Und die Physis wäre eventuell auch noch möglich. Also da waren wirklich viele Sachen. Im Endeffekt habe ich mir gedacht, okay, weil er so viele Baustellen hat und ich mich sowieso nicht um alle Baustellen kümmern kann, mache ich es hier auch so, dass ich ihm Catalyst gebe, weil zum Abschluss komme ich mit den Außenmittelfeldspielern eh nicht so oft, das heißt, es ist nicht ganz so schlimm, wenn er nicht so schießen kann und gerade wenn er hat ja schon 85 Tempo draufstehen, gerade wenn wir sein Tempo boosten, haben wir vielleicht auch mal die Möglichkeit, dass wir einfach übers Tempo kommen, außen durchziehen, dann entsprechend Platz haben und mit einem schönen Pass auf unseren Stürmer oder ZOM die Situation sehr gefährlich machen können. Deswegen habe ich im Endeffekt dann auch entschieden, hier Catalyst zu nehmen und einfach Tempo und Pass noch mehr zu boosten und auf Schuss und Dribbling zu verzichten. Aber wie gesagt, wir spielen heute mit der Bundesliga. Wo Müller und Kruse zeigen werden, dass sie die besseren Offensivspieler sind, wo vor allem Kruse zeigen möchte, er ist geiler als Tevez. Er hat jetzt auch schon über einen deutlich längeren Zeitraum logischerweise gezeigt, was er kann. Und ich spekuliere zwar drauf und gehe davon aus, dass auf lange Sicht gesehen Tevez die bessere Option dann logischerweise ist. Er hat ja auch viel krassere Werte. Dass Tevez im Endeffekt dann mehr Scorerpunkte erzeugen wird, aber das wird die Zeit zeigen. Wie gesagt, nur Scorerpunkte zählen. Ob sich jetzt Tevez geiler anfühlt als Second In vom Kruse, spielt dann erstmal keine Rolle. Aber mal schauen. Das heißt, Tevez muss mindestens auf lange Sicht gesehen genauso viele Scorerpunkte wie... Nehmen bitte das andere, das passt doch viel besser. Genau. Nein. Dann spielen wir eben nicht gegeneinander, wenn er keinen Bock hat. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Also Tevez muss dann auf lange Sicht halt genauso viele Scorerpunkte machen wie Spiele. Um damit Kruse mithalten zu können. Komm, bitte ein Gegner, am besten ein leichter Gegner. Ich würde echt gerne mal wieder in Liga 2 aufsteigen, gerade jetzt, wo meine Serie A mit Hybrid Tevez vor dem Sturm, gerade jetzt eben, wo meine Serie A, denke ich, besser geworden ist, hätte ich schon Bock, mal wieder Liga 2 anzugreifen und eventuell irgendwann mal in Liga 1 aufzusteigen. Das ist nicht so geil. Das... Na gut. Ist doch nicht optimal, aber ich lasse mich mal drauf ein. So, auch Bundesliga-Team. Müller im Sturm. Das, ja, stört mich nicht so sehr, weil ich nicht finde... Ach nein, es ist ein Deutschland-Team, sehe ich gerade. Ach nein, Deutschland und Bundesliga-Team, weil unten links ist Rodriguez drin und unten rechts Piszczek. Aber Özil als ZM ist halt Premier League.
Ja, insgesamt relativ unspektakuläres Team, abgesehen halt vom Özil, hat er auch schon Boateng in der Innenverteidigung. Müller im Sturm, ja, da ist zwar ziemlich torgefährlich, aber wie gesagt, mir hat er nicht so gefallen im Sturm. Dafür umso besser im ZOM und ich hoffe mal, da hätte ich mich eher, zum Passen entschließen müssen. Es war ein normaler Pass, den hat er aber ziemlich straff gespielt für einen normalen Pass. Ach, genau das wollte ich abdecken, logischerweise. Aber meiner Meinung nach kein Foul. Özil hat ja auch überhaupt keinen Körper. Okay, das war komplett in die Mitte vom Tor, also auf Lehne, nicht so schlimm. Ach, wenn Draxler ein bisschen mitdenkt, aber es reicht noch. Ärgerlich. Aber das war natürlich ein riskanter Pass. Ach, fuck. Habe ich den Ball nicht mehr gesehen gehabt? Komm, Müller. Ach, wenn sich Müller mal eher dahin orientiert. Was macht der Gegner denn? Es ist total nervig. Was hat denn der für ein Drecksstadion? Mit diesen ganzen Streben und dem scheiß Schatten überall. Komplett zum Kotzen. Aber wenn der Gegner so weiterspielt, mache ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken. Weil, ja, guckt euch an, was er macht. Keine Ahnung, wie oft er noch grätschen möchte, aber es war alles ziemlich schwachsinnig. Und, oh, schöner Schuss von Müller. Leider hält ihn Leno. Eigentlich wollte ich da auch wieder noch einen Schritt gehen, bevor ich schieße. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Hat einfach aus dem Stand geschossen. Dann kommen die meistens nicht so straff. Aber der Gegner spielt momentan richtig schlecht. Also gerade die Grätschen sind eine absolute Katastrophe, die er hier immer abzieht. Vielen Dank. Aber eigentlich wäre mir da eigentlich das Foul lieber gewesen. Aber auch wieder schlecht rausgespielt vom Gegner. Ja, ein bisschen Glück. Bräuchte einmal das Tor. Aber ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, in dem Stadion zu spielen. Ohne Scheiß. Super anstrengend fürs Auge. Macht überhaupt keinen Spaß. Und es fällt mir richtig schwer, mich zu konzentrieren. Aber abseits. Also. Unglaublich, also wenn ich mir überlege, ich würde immer in so einem Stadion spielen müssen, könnte ich wahrscheinlich keine zwei, drei Aufnahmen nacheinander machen, weil ich bin jetzt eigentlich schon total überfordert mit diesem Stadion. Das ist, boah, ist das ist richtig kacke. Schön auf Bellarabi, der den Ball auch entsprechend mitnimmt. Da, da passt noch nicht so gut. Kann nämlich auch ein Tick zu spät da passen. Sehr gut. Oh, ich wollte gerade mal einen Gelupften probieren. Ah, Vidal ist sehr schön. Müller nimmt den Ball mit und schafft ihn nach dem Pass auf Draxler. Richtig geil. Oh, schön gehalten von Leno. Zweite gute Parade. Wieder Müller eine schöne Chance gehabt, die er leider nicht nutzen konnte. Och Mann, ich habe halt gedacht, er ist schlau, aber ist er leider nicht.
Gut, sehr schön. Müller schafft es sogar da, den Ball anzunehmen und wieder so eine Grätsche. Ich habe halt gehofft, dass ich wenigstens die Ecke bekomme. Es hat leider nicht geklappt. Oh, Sokrates hatte eigentlich den Ball schon. Jetzt hat er ihn. Ach nee, ist Vidal, ist gar nicht Bellarabi. Foul. Ja, schade, dass es noch nicht im Strafraum war. Ich überlege gerade, ob ich versuche, ihn kurz anzuspielen, ob das mal irgendwie klappen könnte, aber ich glaube, ich mache einfach die Flanke. Oh, komplett alleine und dann daneben, oder was? Was ist denn da los? Naldo, Mann. Oh, war das schwach. Den muss er machen, aber egal. Wir dominieren, wir müssen einfach nur dranbleiben und dann... wird das, denke ich, auch was. Leckt übrigens auch, aber ich denke, das habt ihr gesehen. Aber nicht durchgehend. Das geht noch. Draxler... oh, die erste Grätsche, die geklappt hat. Aber dann kommt direkt wieder der Fehlpass. Oh, ist halt auch super aggro, ne? Sehr merkwürdig, dass der Ball nicht ankommt. So, wir rennen mal durch mit Vidal. Naja, immerhin noch eine Ecke und jetzt gibt es vielleicht auch mal ein Kopfballtor. Viel zu nah ins Tor ran. Ehrlich. Der geht ins Nichts, der Ball. So, also... ja, wir müssten mal langsam eins machen. Das wäre ganz geil. Ich denke, Chancen hatten wir genügend. Und der Gegner spielt halt wirklich richtig schwach. Das gefällt mir. Ach, super knapp. Risiko passt, aber... kommt vor und... Dall schnappt ihn sich. Lahm, schade. Mist. Da grätscht Leno noch hinterher, aber es... oh, oh, Mist. Boah, jetzt haben wir Glück gehabt, dass es keinen Elfmeter gab, aber es war anscheinend abseits. Ich wollte auf Vidal spielen, jetzt läuft sie aber gerade schön gegen mich. Leno, Leno! Oh, ich hatte kurz Angst. So, mal kurz wieder ein bisschen sammeln, dass wir hier wieder unsere spielerische Überlegenheit... ach, was ist das denn? Unsere spielerische Überlegenheit wieder aufs Feld bekommen. Diese scheiß Lags, ey. Wieder hängen geblieben. Vielleicht machst du es auch gerade zu kompliziert. Wir arbeiten uns so oft den Ball. Und wer macht's? Wer macht's? Und was für ein Tor?
Kruse, Kruse, Kruse. Aber was für ein schwieriges Tor. Ich habe eigentlich gedacht, okay, Paxis, du hast es versaut. Hast dich verdribbelt. Du schaffst niemals aus der Position ins lange Eck zu schießen. Aber Kruse macht es halt einfach mit dem schwachen Rechten nochmal. Ne? Also das ist auch wichtig wieder. Krass. Also der Pass war erstmal geil und so geplant. Aber dann hier halt, da dachte ich echt, na das wird nichts mehr. Aber dann kann es sogar sein, es könnte sogar sein, dass Rodriguez dem eigenen Torwart im Weg stand und da deswegen nicht mehr rangekommen ist. Scheißegal. Auf jeden Fall macht Kruse wieder sein Tor. Vorlage, glaube ich, Vidal, wenn ich es richtig gesehen habe. Dank. Oh, hätte ich einen Kopfball machen müssen, aber ich dachte, ich kriege ihn noch so unter Kontrolle. Schade. Der Ball war eigentlich auch schon meine. So, jetzt müssen wir ja bloß noch dieses 1-0 halten, aber ich versuche natürlich trotzdem weiterhin in, ja, nach vorne zu spielen und ein 2-0 zu machen, aber der Gegner ist echt aggro und ja, ich, also rein theoretischerweise ist das schon möglich, dass er hier noch ein Tor macht, weil er so aggro ist, mich vielleicht mal in irgendeiner schlechten Ballannahme überrascht. Oh nein, ich dachte echt, den Ball habe ich noch. Boateng hat mir das wahrscheinlich... Oh nein, das habe ich gemeint. Oh nein, nein. Das habe ich gemeint, das habe ich gemeint. Genau das habe ich gemeint. Nicht aufregen, weil wir können immer noch das 2-1 machen. Es war mir so... Also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie im Gefühl, der macht noch ein Lackertor. Und wenn das kein Lagertor war, dann weiß ich auch nicht. Einfach nur wieder dieses Glück, immer wieder an diesen verfluchten Ball zu kommen. Die zweite Chance zu bekommen, etc. pp. Oh, wie unverdient. Ich gehe jetzt auf Offensiv, weil ich will gegen den gewinnen. So, erstmal den Ball mit Traxler. Scheiße. Naja, immerhin den Einwurf. Das heißt, wir bleiben in der Position. Ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Mist, ich dachte halt, er macht wieder so einen krassen Stellungsfehler, hat er leider nicht. Oh, ich bin dumm. Das war natürlich auch wieder ein bisschen Lack. Das war ja mal ein geiler Pass für Naldo. Oh, ey. Schöner Schuss von Bellarabi, aber leider zu zentral, glaube ich. Das wäre so geil gewesen, wenn Müller jetzt auch hier noch ein Tor gemacht hätte. Also unser Müller. Ja, das war zu hastig. Gut antizipiert vom Gegner. Ich drück 100 Mal aufs Leeren. Diesmal hat es zum Glück noch geklappt. Das war echt ein gefährlicher Ball. Ach, schade. Das wäre ein geiler Konter geworden, wenn wir den Ball drin gehabt hätten. Schon. Foul, sehr schön. Ich überlege gerade. Es hat geklappt, sehr gut. Es hat nicht geklappt. Ich wollte mich halt nochmal umdrehen und dann reinflanken. Oh, wehe, das klappt. Oh, was ist das denn? Zum Glück ist Naldo so körperlich präsent, ey. Aber wie hat er sich denn da bitte verarschen lassen? Das war ja richtig schlecht. Das war auch schlecht. Was? Wieso hat der denn einen Wurf?
Ach Mann, und wieder kommt Müller nicht zum Schuss. Zum Kotzen. Naja, ich sehe es schon, komm, das wird hier. Werden wir wohl nicht mehr schaffen, ihn noch ein Tor zu schießen. Bin leider auch nicht nach Standards gefährlich genug, um zu sagen, das ist eine gute Chance. Was machen wir, Ich überlege, ob ich nicht doch versuche, direkt zu schießen oder ob ich schon ablege. Ich denke, ich lege ihn ab. Und schieß Kruse ein. Fuck. Oh, er macht nicht. Fuck. Das ist so ein wichtiges Tor gewesen. Das ist meine letzte Chance wahrscheinlich. Das ist meine letzte Chance. Komm schon. Komm schon, Was war das? Wie lange lässt denn der nachspielen? Noch eine Chance, okay. Oh, fuck, man, es wäre so verdient, hier noch ein Tor zu schießen, aber ich glaube nicht dran. Ich weiß, er muss eigentlich dran glauben, aber... Und? Oh, ist noch eine Ecke? Ja, lässt die Ecke noch. Diesmal bitte nicht so nah ans Tor. Das ist viel zu weit weg. Geiler Schuss von Lahmann, nicht drinne. Och, ärgerlich. So unverdient, dass der Gegner hier dieses scheiß Gegendor schafft. Und noch diesen Punkt mit nach Hause nimmt. Also das wäre auf jeden Fall ein verdienter Sieg für uns gewesen. Ach, aber ich habe es irgendwie geahnt. Er hat sich schon so komisch davon durchgestochert und... Hat es dann natürlich mit seinem Müller auch geschafft, irgendwie noch so... Ich meine, es war nicht rausgespielt, es war einfach nur Gestocher, Rumgejammer und Gelacke. Natürlich ist sein Torwart auch mit 9 Paraden bester Mann von ihm. Ich hatte nur 4. Vorlage Vital, ja. Ja, Tore und Vorlagen. Oh, es gab keine Vorlage. Wie kommt das denn vielleicht? Weil er sich den Ball einfach immer wieder erstochert hat? Ich meine, es war natürlich ein typisches Müller-Tor, ne? Das darf man nicht... vergessen. Es war ein typisches Müller-Tor, aber trotzdem nicht verdient. 67% Passgenauigkeit. Das ist so zum Kotzen, ne? Wie man mit so einer Passgenauigkeit überhaupt in diesen Ligen spielen kann. Das und ich erinnere mich noch, bevor FIFA 16 rauskam, wie sie gesagt haben, oh, das Mittelfeldspiel wird viel wichtiger werden und man kann nicht mehr einfach Steilpässe nach vorne spielen. Das stimmt natürlich. Und das Mittelfeld ist auch wichtiger geworden. Aber die haben halt auch gesagt, ja, und ein gutes Passspiel wird viel, viel wichtiger werden. Es ist einfach kompletter Schwachsinn. Ein gutes Passspiel ist überhaupt nicht wichtig, wenn man zum Beispiel gut dribbeln kann oder dribbelstarke Spieler drin hat, etc. Ein gutes Passspiel ist einfach nicht wichtig. Ich habe ein gutes Passspiel, weil ich nicht gut dribbeln kann, da aber auch keinen Wert drauf lege, also keine unbedingt dribbelstarken Spieler mit Absicht kaufe oder anfange rumzutricksen. So, deswegen habe ich ein gutes Passspiel, weil ich anders einfach nicht logischerweise nach vorn komme und gut spielen kann. Aber es ist einfach nicht so, wie es angekündigt war, dass es angeblich ja Pflicht ist, ein gutes Passspiel zu etablieren. Und naja, das ist halt schon sehr traurig, aber egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.